Guten Morgen Ratheim. Damit der Wintergarten heute noch fertig wird, geben die Handwerker bereits um 9.15 Uhr auf der Dachterrasse von Sarafinas und Peters Wohnung alles und schrauben, bohren und dübeln, was das Zeug hält. Also ich muss echt sagen, die waren gestern pünktlich da gewesen, die Arbeiter für den Wintergarten, und haben richtig Gas gegeben, das Grundgerüst steht. Jetzt müssen die heute noch mal Gas geben, also darf auch nichts schieflaufen, ne? Also es darf absolut nichts schieflaufen, wenn Sarafina und Peter kommen. Es soll ja eine Überraschung sein. Wurden gestern die Vorarbeiten wie Ausmessen, Teile zurechtsägen und Zusammenschrauben erledigt, so ist heute die eigentliche Montage dran. Und bevor Heimwerker Harald untätig auf der Baustelle rumsteht, packt er lieber direkt selbst mit an. Ja, hast du sie? Ich hab's. Okay. Ups. Langsam. Wie stark gefällt. Scheiße. Kannst du mir mal sagen, was du hier hinten wieder bei den Männern machst? Ja, ich bin nur eingesprungen, wegen der eine Scheibe runterheben da. Du wolltest nur die Scheibe runterhelfen, und was ist jetzt da passiert? Ja, die ist geknackst hier. Du knackst gleich auch, Junge, aber voll im Schritt, ich schwöre dir. Was kann ich dir vor, wenn ich hier hängen bleibe? Nee, das waren jetzt andere, oder was? Na klar kannst du was dafür. Komm, Schatz, gib das Ding weiter. Das geht doch im Leben nicht weiter. Die Kinder kommen in ein paar Stunden. Ja, was macht Harald hier auf der Baustelle? Ich hab dem die ganze Zeit gesagt gehabt, bleib da hinten weg. Das sind Leute vom Fach und die machen das schon. Und was machst du? 30 Sekunden dabei und der ganze Turm fällt zusammen. Das kann's doch wohl nicht sein. Tut mir jetzt richtig leid. Ich meine, bin da hängen geblieben. Ding rutscht mal aus der Hand. Boah, dass es mir passieren muss, das ist... Und jetzt? Ist ein Problem. Ja. Ich denke, wir kriegen die neu besorgt. Wird aber ein Weilchen dauern. Was weiß ich. Was heißt ein Weilchen dauern? Das muss, sollte ja eigentlich heute fertig werden. Na gut. Anderthalb, zwei Stunden brauchen wir schon. Das ist aber schon dann richtig zackig, ne? Wenn wir Glück haben. Also ich meine, bis jetzt war alles super im Plan gewesen. In ein paar Stunden wäre das Ding fertig. Und jetzt kommt wieder was dazwischen. Ja, Sarafina und Peter kommen auch in ein paar Stunden. Ich weiß nicht, wie es hier abläuft, ob ich mich auf die Kreuzung legen soll und dass die Kreuzung gesperrt wird, dass die nicht rein und runterkommen. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Hi, Kevin, ich bin Silvia. Ich wollte fragen, ist Sarafina und Peter noch bei dir? Ja, zu Hause. Ich bin jetzt eigentlich gerade auf den Sprung und wollte nach Hause fahren. Ja, wenn du jetzt gleich zu Hause bist, Kevin, kannst du die noch ein bisschen bei dir halten oder irgendwie eine Ausrede finden oder was weiß ich nicht. Dem Harald ist gerade vom Wintergarten die Scheibe runtergefallen. Oh, ja, so wie ich mitbekommen habe, sind die ja auch schon quasi auf den Sprung. Ja, was hält denn davon, wenn wir die in den Spielzeugladen noch schicken? Die Twins haben, die haben doch noch nichts für die Kinder. Da haben wir gestern nämlich noch drüber gequatscht. Genau, die haben nichts für die Kinder und die sollten mir ja auch was für die Kinder mitbringen. Aber das soll schon ungefähr zwei Stunden dauern. Ne? Schatz, halt dich doch jetzt mal raus, Mann. Ich sag doch nur. Ja, du sagst nur. Die hätten schon hier sein können, wenn dir diese blöde Scheibe nicht aus der Hand fallen wäre. Kann doch passieren, Mann. Du kannst ja sagen, hier bei uns im Umkreis sind ja keine Spielwarenläden. Bei euch ist ja dieser große Spielwagenmarkt, dass sie da eben genau hinfahren. Ja. Ja, ich denke, ich fahre so in 10 Minuten, wollte ich los. Ja. Die warten ja auf jeden Fall auf mich und dann schlage ich das denen noch vor. Ich denke mal, das ist ja auf einem Weg, dann können die da ja anhalten. Und wenn die einmal da drin sind, dann werden die mich noch ein bisschen brauchen. Ne? Genau, dass wir das so machen. Okay, Kevin, dann sag ich, dann hören wir nachher noch mal, ja? Machen wir. Okay, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Also geht doch. Also du sagst immer, geht doch. Alles, ja. Bei dir geht alles. Seit gestern wird hier unter Zeitdruck ein Wintergarten errichtet und gerade fertiggestellt. Das ist doch mal klasse. Habt ihr doch noch so schnell hingekriegt mit der Scheibe? Zum Glück. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr das in so einer kurzen Zeit hinbekommen habt. Ja, und auch mit so einem Hindernis hier, ne? Ja, ich bin ja mal gespannt, wie die beiden gleich reagieren werden. Und ich hoffe mal, dass denen gefällt und ja, nicht, dass Peter wieder irgendwas zum Aussetzen hat.